In der Regel verbinden die meisten Menschen mit dem Begriff Bollywood bunte Filme mit üppigen Sets und vielen Gesangs- und Tanzeinlagen. Die Realität sieht jedoch anders aus. Die indische Filmindustrie setzt sich nahezu aus 20 regionalen Filmindustrien zusammen, die Filme in ihrer jeweiligen Sprache produzieren. Neben dem Massenentertainment wächst eine immer größer werdende unabhängige Filmlandschaft heran und erobert weltweit Filmfestivals. Mit den indischen Filmtagen 2019 ermöglichten der indische Filmclub Münster in Kooperation mit dem Filmclub Münster indische Independent-Filme, Klassiker oder Dokumentarfilme aus den letzten Jahren zu zeigen. Ort des Geschehens war hierfür das Schlosstheater im Kreuzviertel. Die Organisatorinnen Kerstin Stienemann und Vera Wessel erklärten uns, was sich hinter den indischen Filmtagen verbirgt und was genau sie damit erreichen wollen. Also die indischen Filmtage ist eine Filmreihe, die hier von Januar bis März in Münster im Schlosstheater stattfindet. Und wir zeigen eine Auswahl an indischen Filmen, Independent-Kino, Dokumentarfilm und Spielfilme an 5 Sonntagen. Und die indischen Filmtage gibt es in dieser Form zum ersten Mal. Wir haben von 2013 bis 2015 das indische Filmfestival veranstaltet hier in Münster. Also zum einen sind wir selber große Fans des indischen Kinos und mögen die Filme sehr gerne. Und es ist uns ein Anliegen, diese Filme einfach auch einem breiteren Publikum vorzustellen. Also dass mehr Leute diese Filme kennenlernen und sehen, dass es neben Hollywood oder anderen Filmindustrien auch eine ganz fantastische, wunderbare Filmindustrie in Indien gibt, die wirklich eine ganz facettenreiche Bandbreite an Filmen produziert, die wir gerne hier in Deutschland und Münster zeigen möchten. Es gibt sehr viele verschiedene Facetten des indischen Kinos. Und sobald man sagt, es ist toll wegen der Songs, es ist toll wegen des Tanzes und das sind alles die Sachen, die speziell nur im indischen Kino so ausgeprägt sind. Aber es gibt so viel mehr als das. Und das ist auch einfach auch das, was wir hier bei den Filmtagen zeigen wollen. Wir wollen zeigen, dass es sehr viel mehr ist als nur Bollywood. Also von 2003 bis 2004 sind diese Filme nach Deutschland geschwappt. Es gab einen kurzzeitigen Boom und die wurden auf RTL 2 gezeigt. Und seitdem hat sich einfach auch einiges getan. Also aktuelle Filmemacher machen ganz andere Filme, machen viel weniger Filme mit Songs. Die sind teilweise auch wirklich zugänglicher für ein westliches Publikum, schrecken dann aber auch die klassischen Bollywood-Fans ab. Man muss versuchen, dieses neue Kino auch den Leuten vorzustellen und vielleicht auch Leuten vorzustellen, die sich darauf eher einlassen können. Den Anfang machte der Independent-Film Hotel Salvation von Subhashish Bhutiani. In der Geschichte geht es um Rajiv, der seinen Vater auf eine bizarre Reise nach Varanasi begleitet. In der heiligen Stadt möchte er Erlösung erlangen. Als sie im Hotel Mukti Bhavan einchecken möchten, heißt es, dass man nach 15 Tagen wieder abreisen muss, falls man in der Zeit nicht gestorben sei. Komm wieder nach Hause. Und ihn zurücklassen? Wie lange willst du noch hierbleiben? Regisseur Bhutiani erhielt zahlreiche Preise und Standing Ovations auf der Premiere des Films in Venedig. Er selbst war gerade mal 23 Jahre alt, als er das Drehbuch schrieb. Gleichermaßen erging es auch dem Regisseur Siddhartha Jadla mit seinem Debütfilm Love and Shukla. Der Film handelt von Shukla, einem Mann, der zwar gelernt hat, Frauen zu respektieren, aber mit jeglichem körperlichen Kontakt überfordert ist. Als er dann seine frisch angetraute Braut in sein Elternhaus bringt, weiß er nicht, wie er sich ihr annähern kann. Regisseur Siddhartha Jadla produzierte den Film in seinen eigenen 4 Wänden und nur kurze Zeit später gewann Love and Shukla die Herzen eines weltweiten Publikums. Indien bietet zahlreiche Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu werden. Da eignen sich Filmfestivals besonders gut, den Film eine Plattform zu bieten. Mit den indischen Filmtagen wollen die Organisatorinnen außerdem versuchen, mit Vorurteilen aufzuräumen. Also ein weiterer Punkt ist, dass wir ganz, ganz herzlich einladen möchten, ein Stück weit über den Tellerrand zu schauen. Denn es ist so, dass wir in den letzten Jahren, seitdem wir die indischen Filmtage veranstalten, immer wieder mit sehr vielen Vorurteilen oder Fragen konfrontiert werden, die auch berechtigt sind. Aber es wird viel einfach, man merkt, dass ein bestimmtes Bild über Indien herrscht, genauso wie vielleicht über andere Länder und Kulturen. Viele denken an Indien, an das Kastensystem, an die negative Presse der vergangenen Jahre, die bestimmt auch in gewissen Teilen seine Rechtfertigung hat, über arrangierte Ehen. Also das ist das, was irgendwie in den Köpfen vieler Menschen drin ist. Und wir möchten einfach ein Stück weit versuchen, diese
Vorurteile und diese Bilder aufzulösen. Durch Streamingdienste wie Netflix, Amazon und Co. verändert sich auch das lineare Kino. Dies macht sich in der indischen Filmindustrie besonders bemerkbar. Ja, also was sich im Moment auch im indischen Kino auch verändert, ist, eigentlich ist das immer ein Kino gewesen, das sehr wirklich fürs Kino gemacht ist. Also Filme werden für den Kinosaal gemacht. Allerdings jetzt in den letzten Jahren, durch Streaming-Plattformen und solche Geschichten, hat sich das wirklich verändert und ich glaube, es wird sich noch weiter verändern, weil mit Netflix und Amazon so auch viele Independent-Filmmacher halt mehr Möglichkeiten haben, Filme zu machen und ein internationales Publikum zu erreichen. Es macht also mehr Sinn für die, Filme zu machen, die jetzt nicht die klassischen Formeln widerspiegeln, obwohl die toll sind. In das Programm der indischen Filmtage hat es auch das kontroverse Historiendrama Padmavat von Bollywood-Regisseur Sanjay Leela Bhansali geschafft. Schon seit Beginn der Dreharbeiten kam es vermehrt zu Drohungen bis hin zu Verwüstungen des gesamten Sets. Die Kaste der Rajputen befürchtete, die Ehre könnte durch die Veröffentlichung des Films verletzt werden. In der Geschichte geht es um Padmavati, die den König Ratan Singh auf einer Jagd kennen und lieben lernt. Als der verbannte Priester dem Sultan von Delhi über die Schönheit und den Intellekt der Königin berichtet, möchte er sie um jeden Preis erobern. Ein Geduldsspiel zwischen zwei Herrschern entwickelt sich, bei dem beide nicht nachgeben wollen. Nach jedem Film bestand die Möglichkeit, kurz über den Inhalt zu diskutieren. Der Klassiker Pyasa von Guru Dutt ist ebenfalls ein Werk, bei dem das Publikum die Handlung kritisch reflektieren konnte und sich fleißig eingebracht hat. Reichlich Diskussionsstoff konnte auch die Dokumentation Purda von Jeremy Guy bieten. Purda begleitet die Töchter der muslimischen Familie Mirza über einen langen Zeitraum. Kalkasha träumt davon, eine Profi-Cricket-Spielerin zu werden und ihre Burka ablegen zu können. Ihre Eltern stellen ihr allerdings ein Ultimatum. Sollte sie innerhalb der nächsten 2 Jahre nicht erfolgreich sein, müsse sie ihre Karriere beenden und heiraten. Theaterleiter des Schlosstheaters Marko Jokic stellt gleichermaßen den Wandel der neuen Medien fest, blickt aber zuversichtlich in die Zukunft. Es ist so, dass wir schon merken, dass sich das Kinoprogramm und Kino im Allgemeinen verändert. Durch die neuen Medien heutzutage verändert sich das alles. Die jüngeren Leute bleiben eher zu Hause, merken wir, aber nicht immer. Wir sehen das gerade an den Wochenenden, je nach Film. Wie angesprochen, diese Nischenfilme und diese Independent-Filme werden im Publikum dann doch wieder eher geschätzt. Und da sehen wir dann auch an den Besucherzahlen. Ich sag mal, im normalen Blockbuster-Bereich ist es eher so, dass die Zahlen rückläufiger sind, gerade bei uns hier in Deutschland. Es gibt bestimmt auch Nachteile, die fallen mir jetzt aber spontan nicht ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe die Vorteile eher da durch die Diversität, die sich da bietet und einfach wirklich, dass wir ein Publikum von 5 bis 90 Jahren bedienen, sag ich mal, ne? Und dafür jeden was dabei ist. Abschließend wollten wir noch von Kerstin, Vera und Marco wissen, wie die diesjährigen indischen Filmtage verlaufen sind und was sie sich für die Zukunft vorstellen können. Der Eröffnungsfilm ist der einzige, der so ein bisschen aus dem Rahmen spricht, weil er wirklich ausverkauft war und die Leute waren sehr begeistert. Ich habe gesehen, wie Leute Tränen in den Augen hatten und das war wirklich sehr schön. Hotel Salvation, das war unser Eröffnungsfilm, ist außerdem auch ein Film, der ein gutes Beispiel dafür ist, wie man einen deutsches Publikum zugleich ansprechen kann wie ein indisches Publikum. Also wir hatten indische Besucher auch im Kinosaal und die konnten damit auch was anfangen. Und es funktioniert nicht nur über die Exotik-Schiene, sag ich mal. Obwohl der Film in Varanasi spielt und der hat so, ja, es ist so ein bisschen, man lernt halt irgendwie einen exotischen Ort kennen. Aber gleichzeitig war der authentisch und das konnten auch die indischen Zuschauer durchaus nachvollziehen. Also die indischen Filmtage sind dieses Jahr so wie auch die letzten Jahre gut gelaufen. Wir hatten sofort mit dem ersten Tag Hotel Salvation als Premierenfilm, der hervorragend gelaufen ist, war auf Anhieb ausverkauft. Die folgenden Filme waren auch immer sehr gut besucht, Publikum sehr gemischt, große Vielfalt an Besuchern. Wir hatten sehr viel Spaß hier vor Ort auch und haben auch das Gefühl gehabt, dass sich das auf unsere Gäste übertragen hat. Und hatten alles in allem immer eine gute Resonanz zu dem Ganzen. Die Zusammenarbeit mit dem Filmclub funktioniert in diesem Bereich ja auch immer sehr gut. Ich denke auf jeden Fall, dass wir das öfter veranstalten können. Die Filme richten sich auf jeden Fall an ein breites Publikum. Selbst wenn die indische Filmindustrie hier in Deutschland noch nicht so bekannt ist, so denke ich, kann jeder aus den Filmen was mitnehmen und
ja, dass es einfach spannend ist, indisches Kino kennenzulernen. Wir laden alle Leute und alle Kinobesucher und Kinofans herzlich ein, vorbeizukommen und sich unsere indischen Filme anzuschauen.